Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier von WWE 13. Ich habe mir mal was Neues überlegt, ein kleines neues Projekt. Hier bin ich falsch, da wollte ich hin. Es ist kein Projekt, das täglich kommt. Das sei schon mal gesagt, dass hier wird also nicht täglich kommen. Und es ist auch kein richtiger Modus, wie beispielsweise der Attitude Era Modus oder der WWE Welt Modus, sondern es ist einfach nur das King of the Ring Turnier. Also eigentlich nur bei einer normalen, was man so normal spielen kann, hier bei Exhibition. So, King of the Ring, dann wählen wir das Turnier mal aus. Warum mache ich das hier? Ich finde das King of the Ring Turnier eigentlich ziemlich cool und finde, in echt kommt das viel zu selten vor. Deswegen werde ich hier jetzt einige King of the Ring Turniere veranstalten, das Ganze kommentieren. Ich werde nichts selbst spielen, sondern immer die KI spielen lassen. Und ihr habt immer die Möglichkeit, am Anfang eines Parts auch noch mitzutippen, was ihr dann denkt, wer gewinnt, damit ihr auch mal ein bisschen mittippen könnt. Denn beim WWE-Weltmodus, da tippe ja immer nur ich. Jetzt könnt auch ihr mal mittippen und schreiben in die Kommentare, was ihr denn denkt, wer gewinnt. Aber bitte eins nicht tun, schreiben, wer zum Schluss gewinnt. Weil das würde natürlich die ganze Spannung für alle anderen aus der Sache rausnehmen und das wäre ein bisschen blöd. Wie gesagt, das wird nicht das einzige King of the Ring Turnier sein, das ich ja jetzt mache in diesem Projekt. Das wird nur das erste sozusagen als Einstieg mal, um zu gucken, wie das alles läuft und so weiter. Sondern ich werde noch mehrere machen. Ich habe mir auch schon einiges überlegt. Also es wird nicht nur einfach immer wieder irgendein King of the Ring Turnier, sondern die King of the Ring Turniere haben auch teilweise Mottos. Das hier beispielsweise auch. Welche Mottos erzähle ich jetzt natürlich nicht und da habe ich auch ein paar richtig coole Ideen. Also ich finde sie zumindest mal cool, wie ihr das dann seht, das ist eine andere Sache. Und ihr könnt auch selbst schreiben, falls ihr Ideen habt oder wenn ihr Matches habt, die ihr mal gerne sehen wollt im King of the Ring Turnier, dann schreibt die einfach mal in die Kommentare und vielleicht werde ich sie dann beim nächsten Turnier umsetzen. Mal schauen, werden wir dann sehen. Hier kann man jetzt das Geschlecht auswählen, ob Superstar oder Diva, aber wir spielen natürlich mit Superstars, wer will denn die Diven sehen? Turniergröße, ich weiß gar nicht, ich wollte jetzt eins mit 4 machen, ich weiß gar nicht, wie viel geht. 4, 8, 16, 4, okay, also 4, 8 und 16 geht. Ich mache jetzt mal eins mit 4, Matchart Einzel, ganz klar. Superstars zufällig auswählen natürlich nicht, was wäre das denn für Bullshit? Weiter geht's. Eine Sache habe ich vergessen zu sagen. Irgendwas habe ich vergessen. Verdammte Axt. Habe ich was vergessen zu sagen, Scheiße. Egal, komm, wir machen weiter. Ich besetze jetzt mal die Plätze hier, also wie gesagt, zuerst zwei Matches, dann eins und dann hat der dann eben gewonnen, der das zweite Match, der sein zweites Match gewinnt. Dann besetzen wir hier mal das Motto. Da muss ich was ausgrauen. Da hat man gerade einen Wrestler gesehen, den ihr noch nicht sehen dürft. okay. Mehr sage ich dazu nicht, aber das muss ich auf jeden Fall nachher ausgrauen. Das wäre ein bisschen bitter gewesen. Egal. Also so bitter wäre es nicht, aber ein bisschen die Überraschung verdorben. Unter welchem Motto steht dieser King of the Ring? Dieses King of the Ring Turnier fragt ihr euch jetzt. Ich sag's euch mal, meine Champions treten hier gegeneinander an. Jetzt muss ich das jedes Mal ausgrauen, den Typ da oben. Naja. Also die Champions, die ich im WWE Weltmodus bei mir habe, die momentan 4 Champions, die werden hier ausgewählt und die kämpfen jetzt gegeneinander. Das ist also mein Motto hier, momentane WWE Weltmodus Champions. Ich habe jetzt einfach mal zufällig ausgewählt, ich habe mir da keine Reihenfolge irgendwie überlegt, aber jetzt gibt es ja nur noch 2. Satine Marella, der ist der United States Champion und jetzt kommt nur noch einer, nämlich der ganz unten, der Undertaker. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum geht der Idiot nicht hoch, statt runter, das würde ja schneller gehen, das würde auch schneller gehen, aber dann würde ich euch denjenigen zeigen, oder hätte ich euch denjenigen gezeigt, den ihr nicht sehen dürft. Also Undertaker, und damit haben wir das Line-Up sozusagen für dieses King of the Ring Turnier. Und ihr dürft jetzt tippen auf The Miz gegen The Rock. Das wird nämlich jetzt starten. Also, was denkt ihr, meine Damen und Herren? Wer wird gewinnen? The Miz oder The Rock? Ich tippe selbstverständlich auch mit, das ist ganz klar, ganz klare Sache. Ich werde kein Spiel. Also, dann geht's los, ein ganz normales One-on-One, keine Ahnung was hier, Match starten. Dann schauen wir mal, wer gewinnen wird, The Miz
oder The Rock. Weiß gar nicht, ob die jetzt auch einen Titel tragen, wenn sie hier reinkommen. Weiß nicht, ob ich denen einen Titel gegeben habe in meinem normalen WWE. Also das hier, die haben jetzt nicht die gleichen Titel wie beim WWE-Weltmodus. Das ist ein bisschen kompliziert alles, aber die werden auf jeden Fall nicht die gleichen Titel haben, aber vielleicht haben sie sie. Keine Ahnung, das sehen wir jetzt. Oh ja, ja. The following is a King of the Ring first round match, set for one fall. Making his way to the ring from Cleveland, Ohio, weighing 231 pounds, the Intercontinental Champion, The Miz. So, jetzt springen wir mal. Jetzt kommt The Rock. The Miami, Florida, weighing 260 pounds, WWE Champion, The Rock. Der hat sogar zweimal den WWE Championship. Einmal den alten, einmal den neuen. Auch geil, keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist ein bisschen, der hat nicht den gleichen Titel wie beim WWE Weltmodus. Aber keine Ahnung, warum der jetzt zwei Titel hat. Naja, ist auch egal, auf jeden Fall hat er zwei. Dann schauen wir mal an, wer hier gewinnen wird. The Rock oder The Miz. Bei unserem WWE-Weltmodus wäre das der Intercontinental Champion gegen den WWE-Champion. Also auch quasi genau wie hier. Naja, dann schauen wir mal. The Miz gegen The Rock. Bei WrestleMania 27 war ja The Rock, derjenige, der The Miz den Titel sozusagen beschafft hat. Den WWE-Titel damals. Aber jetzt kommen die beiden gegeneinander hier in diesem First Round King of the Ring Match. Bin mal gespannt, auf wen die meisten von euch tippen. Ich denke mal, die meisten werden auf The Rock tippen. Also, denke ich jetzt mal. Ich habe es auf jeden Fall getan. Ich denke, The Rock wird hier das Match gewinnen. Aber das hier ist noch relativ ausgeglichen. Beim nächsten Match wird es dann doch ein bisschen offensichtlicher. Ein DDT von The Rock hier gegen The Miz. Aber The Miz darf man auch nicht unterschätzen. Auch der ist ein super Wrestler. Das muss man einfach mal sagen. Der hatte einiges drauf, da gibt's nichts, da kann man nichts gegen meckern. The Rock. Dann schauen wir mal, jetzt ein Suplex hier von The Rock, der momentan das Match gnadenlos dominiert und The Miz hier mit Angriff über Angriff hier strapaziert. Was macht er denn jetzt? Was ist das für ein komischer Move? Tut ja auch weh. Das sah ganz so schmerzhaft aus irgendwie. Oh, und ein Reverse hier. The Miz sticht The Rock in die Augen und kommt angeflogen mit einem Bulldog. Jetzt also The Miz ein bisschen hier am Drücker. Nein, The Rock mit einem weiteren Konter und haut hier. The Miz übel um und jetzt kommt er hier mit einem Elbow gegen den Intercontinental Champion. Und ein weiterer Ellenbogenangriff gegen The Miz. Rock. Squeezing down on the head. He is The Miz and he is awesome. Aber bitte diese Awesomeness in diesem Match gegen den People's Champ, gegen The Rock helfen oder nicht? Das werden wir jetzt sehen. Momentan sieht es sehr stark danach aus, dass The Rock hier gewinnen wird. Aber das wäre jetzt natürlich ein Problem für The Rock. Da hat er gejubelt, aber der gute The Miz ist früher aufgestanden als erwartet und kann jetzt hier Angriffe setzen gegen den People's Champ. Aber da hat er schon wieder das Ruder in der Hand. Jetzt ist wieder The Rock dran mit einem weiteren Angriff hier gegen The Miz. Und jetzt rollt er ihn hier ein bisschen, um einen Submission-Move zu zeigen. Aber The Miz liegt ja direkt am Seil. Deswegen sofort das Rope-Break und The Rock muss von ihm ablassen. So sagen es die Regeln. Und jetzt haut er ihn erstmal in die Ringecke, um einen weiteren Move zu zeigen. Jetzt. Oh. Ein Suplex, ich auch keiner, aber er schmeißt ihn runter von dem Top Rope, von ganz oben auf die Ringmatte. Was ich eigentlich ganz cool finde, muss ich an dieser Stelle mal sagen, dass man, wenn man selbst nicht spielt, nicht sieht, wann die Leute einen Signature-Move haben oder so. Oder den Finisher. Und da der Konter von dem Miz, weil da kann man es ja heraus oder voraussehen, wann die Leute ihren Finisher machen. So nicht. Wisst ihr sich, hat The Rock schon einen Signature oder noch nicht? Kann er schon die Rock Bottom zeigen oder noch nicht? Jetzt erstmal ein Neckbreaker gegen The Miz. Oder zeigt er gleich den People's Elbow? Das weiß man eben nicht. Und da ist The Miz schon blutig geschlagen worden.
Dem ist schon eine Platzwunde jetzt hier am Kopf. Der blutet schon. Aber noch nicht sehr viel. Aber trotzdem, klar. Das ist natürlich jetzt eine Belastung für Dem ist. Mit so einem Blut. Und jetzt kommt's hier. Das Cover gegen The Rock. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt der Konter. Mein Aufnahmeprogramm macht mich noch wahnsinnig. Schon wieder abgeschmiert hier. Na, weiter geht's. The Miz konnte auf jeden Fall wieder rauskommen. Und jetzt kommt er wieder mit einem Pin hier gegen den Rock. Das gibt's ja gar nicht. Alter. Schade, dass ich jetzt keine Face gemacht. Das gibt's ja gar nicht. The Miz gewinnt hier gegen The Rock mit dieser Aktion. Mit diesem Pin. Alter Falter. Der Wahnsinn. The Miz kommt hier weiter im King of the Ring Match. Alter Falter. Meine Damen und Herren, was war das denn für ein Match, bitte? Und hinten steht noch, Miz is awesome. Alter Falter, das gibt's ja gar nicht. Das hätte ich nicht gedacht. The Miz gewinnt hier gegen The Rock. Setzt sich durch gegen den People's Champ. Na ja gut, das war schon mal die erste Überraschung. Jetzt ist die Frage, kann Santino Marella beim nächsten Mal gegen den Undertaker gewinnen? Wir werden sehen, allerdings erst im nächsten Part. Das war's jetzt erstmal mit diesem Let's Play WWE 13 King of the Ring Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, das neue Projekt gefällt euch, sagt euch zu. Würde mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, wie ihr die Idee findet. Wie gesagt, ich finde es ganz cool, sonst würde ich auch nicht machen. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder über eine Bewertung und wie gesagt, einen Kommentar über ein bisschen Feedback zu dem Projekt. Würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, bleibt dran und tschüss.